Italiener können richtig schön sein. Elegant und sportlich. Der Alfa 8C Competizione. Aber vergessen Sie's, kaufen kann dieses Auto sowieso niemand mehr. Ja, aber schade. Die weltweite Auflage von 500 Fahrzeugen war schneller vergriffen, als man Mamma Mia sagen konnte. Die Technik stammt teilweise von Maserati. Das verkürzte Chassis, der Motor und das elektrohydraulische Getriebe. Das Design ist eine Reminiszenz an die 50er und 60er Jahre. So schön war lange kein Alfa mehr. Kurzes Heck und lange Schnauze. Die Formen und Kurven so perfekt und anmutig wie die von Gina Lollobrigida in den 60er Jahren. Die Karosserie wirkt muskulös, aber nicht protzig. Der rassige Italiener unterstreicht seine Sportlichkeit ohne ausufernde Spoiler, sondern mit dezenter Schminke und tadelloser Figur. Und dennoch gibt es Konkurrenz. Vielleicht nicht so schön, aber genauso sportlich. Der Jaguar XKR. Kein Schmusekätzchen. 416 PS bringen ihn in 5,2 Sekunden von 0 auf 100. Damit ist der vornehme Brite trotz Kompressors eine Sekunde langsamer und 33 PS schwächer als sein italienisches Pendant. Auch sehr britisch und dafür gar nicht unterkühlt, der Aston Martin Vantage. Das James-Bond-Coupé mit Heckantrieb und Saugmotor. Er leistet noch weniger als die Vorgänger. Mit 385 PS bringt er es nur auf 280 Stundenkilometer. Schnell wieder zurück nach Italien, zu den wirklichen Schmuckstücken, wie dem Maserati Gran Turismo. Unter der langen Motorhaube lauert ein 4,2 Liter V8 mit 405 PS. Seine Motorleistung bringt ihn auf 300 Stundenkilometer. Damit kommt das Coupé seinem Landsmann auch sportlich am nächsten. Bissig, tief und aggressiv, der Alfa 8C Competizione. Der Innenraum hochwertig und auffällig, wie die knalligen Ledersitze im sportlichen Design. Die Verarbeitung edel und fein. Die Karosserie besteht wie in der Formel 1 aus leichter Kohlefaser. Dennoch wiegt der Alfa stolze 1,7 Tonnen. Drin schlummert ein 4,7 Liter großer und 450 PS starker Achtzylinder. Einmal ausgebrochen, geht die Gänsehaut der Insassen in den Dauerzustand über. Von 0 auf 100 in gerade mal 4,2 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 292. Das hohle Röhren des V8 vereinnahmt die Sinne. Bis 4000 Umdrehungen bebt der Bass. Etwas höher kreischt Mamma Mia ihre Ventile aus dem Leib und hängt dabei so gierig am Gas wie der Säufer an der Pulle.
Sein Fahrwerk ist straff ausgelegt. Selbst in schnellen Kurven bleibt der Hecktriebler sicher in der Spur wie der ICE. Das Grip-Niveau der Reifen ist so groß, dass Drifts bei ausgeschaltetem ESP provoziert werden müssen. Die Fahrleistungen lösen mehr als ein Grinsen aus. Und sein Sound macht Lust auf mehr. Das Design dieses gelungenen Autos wird in Zukunft seine Nachfolger prägen, wie zum Beispiel den Alfa Mito. Er übernimmt diverse Stil- und Technikmerkmale. Dazu gehören die Form der rahmenlosen Seitenscheiben, der dreigeteilte Lufteinlass im vorderen Stoßfänger und insgesamt sein sportliches Design. Das Heck wird geprägt von den runden Rückleuchten. Raffinesse und italienischen Schick zeigt auch das wertige Interieur mit den sportlich konturierten Sitzen und einem individuell gestalteten Instrumententräger. Lob verdienen der agile Motor, die sichere Straßenlage und die kräftig zupackenden Bremsen. Ein kleiner 8C also. Der mit der atemberaubenden Schönheit, dem superben Fahrwerk, dem spritzigen Motor und dem brummigen Sound. Das hat seinen Preis. 160.000 Euro. Aber was soll's. Kaufen kann man ihn ja eh nicht mehr.